Badeurlaub im Mittelmeer. Und nicht nur Badeurlaub, sondern möglicherweise auch Wanderurlaub. Wo geht das? Richtig gut, auf Kreta, die griechische Insel Kreta. Große Insel, vielfältige Insel mit einem tollen Landesinneren, Inselinneren, über 2000 Meter hoch, ein Wanderparadies. Sehr einsam, manchmal sehr staubig. Große Wasserflasche mitnehmen, wenn man on Tour ist. Und am Nachmittag dann an den Stränden das Wasser des Mittelmeers genießen. Das geht auf Kreta besonders gut, weil die Insel ja doch ziemlich weit im Osten des Mittelmeers liegt. Das heißt, klimatisch sehr begünstigt, sehr warm. Bis in den Spätherbst hat das Wasser noch über 20 Grad, sogar im November noch. Also Kreta ist zwar eine Ganzjahresinsel, kann man das ganze Jahr bereisen. Ich würde dahin tendieren, nicht unbedingt im Sommer hinzureisen. Ist die Insel voll und ist sie auch ganz schön heiß. Viel besser ist es im Herbst, dann ist das Wasser warm, dann ist das Klima mild. Gut zum Baden, vielleicht nicht ganz so gut zum Wandern, weil natürlich alles ein bisschen trocken verstaubt ist vom trockenen heißen Sommer. Deswegen vielleicht sogar eher ins Frühjahr gehen. Da ist das Wasser zwar kalt, aber natürlich ist die Natur frisch. Alles ist grün, das ganze Hochland blüht. Das ist traumhaft. Das ist natürlich im Oktober, auch im September schon ziemlich braun und staubig. Also Frühjahr ist generell ja eine gute Zeit, um Mittelmeerinseln zu erkunden. Also Kreta ist ein gutes Ziel. Der Süden lohnt sich, also die andere Seite von Heraklion, wo man mit dem Flieger ankommt. Natürlich die Kulturstätten Knossos, sage ich nur, die lohnt es natürlich auf Kreta zu besuchen. Da braucht man aber in der Tat doch einen Mietwagen für, weil die Distanzen nicht unerheblich sind. Dann gibt es wunderbare kleine Dörfer und so Städte wie Rissimnon mit den Altstadtbuchten, an denen eine Taverne nach der anderen liegt, wo man also die Abende essen und trinken kann. Ganz, ganz großartig. Kreta lohnt sehr hinzufahren. Ich kenne viele Leute, die waren einmal auf Kreta und die fahren immer wieder hin. Auch oftmals immer wieder genau zu ihrer Jahreszeit, weil sie dann die Insel lieben gelernt haben. Also Kreta ein vielfältiges Ziel. Meine Tendenz ist eher im Frühjahr, nicht im Sommer. Dann ist es perfekt.